Der Mix Quickie, heute Pink Drink. Pink Drink aus dem Edeka Magazin, das habe ich nämlich am Samstag entdeckt und wollte euch das nicht vorenthalten. So sieht der aus und ja, wir haben den einfach umgemodelt. Und zwar kommen da rein 50 Gramm Früchte, Biofrüchte, Heidelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, TK oder frisch, wie ihr das gerne mögt. Da es ja noch Erdbeeren gibt, nehmen wir die jetzt noch. Ja, gut. Oh, haben wir ein bisschen gemischt alles. Oh, ein bisschen mehr. Mal was reintun, gell? So. Dann, wir machen das ja normalerweise nicht, aber heute machen wir mal Produktplatzierung. Ein kleiner Schuss Holunderblütensirup. Habe ich auch neu entdeckt. Kannte ich bisher nicht. Wolwig Hibiskus-Tee. Das wollen wir probieren. So, da kommen 100 Gramm dazu. Und dann noch Kokosnuss von Albro. Und zwar, Mensch, auch nochmal 100 Gramm. Ich denke, das gibt gleich einen fruchtig Kokosnussgeschmack. Und ein paar Eiswürfel. So, das Ganze mixen wir jetzt mal. 20 Sekunden Stufe. Gucken wir mal. Und fertig ist unser Pink Drink. Ich bin sehr gespannt auf den Geschmack. Also riecht gut. Ja, total. Das ist auch die Minze, guck mal. Nee, das kommt jetzt aus dem Mixtopf. Ah, okay. Boah, ist das fruchtig. Boah. Das sieht gut aus. Mhm. Ich soll es aufteilen oder? Ja, bitte. Möchtest ich möchte es auch probieren. Trinken? Nein, ich möchte es auch probieren. Mach ich habe ja nur für dich gemacht. Nein. Also macht einfach die doppelte Menge von allem. 20 Sekunden, Stufe 8 bis 10. Stark. Und hier das jetzt für zwei Portionen, aber wenn ihr eine größere Familie seid, dann einfach und noch ein Minzblättchen dazu und schon sieht das so aus. Hm? Gut. Probier mal. Ich probier mal. Ich probier was anderes, gell? Prost. Hm. Hm. Nicht zu süß. Schön fruchtig, total erfrischend, also ein wunderbares Sommergetränk. Lasst es euch schmecken. Alles gut. Schönes Wochenende. Tschüss.